Willkommen. Einige Veränderungen am Fahrzeug haben wir vorgenommen. Das Ganze bei E-Mobility Driving Solutions und Formancast. Hier werden wir euch einige Details zeigen, was wir an dem Fahrzeug verändert haben. Also viel Spaß. So, Michael, jetzt kommt die Schallisolierung und Wärmeisolierung. Genau. Model S. Genau. Wir machen jetzt Türverkleidung auf. Das ist kein Hexenwerk. Das sind zwei Verschraubungspunkte bei dem Model S. Oftmals bei ganz alten Kisten, je nachdem wie oft die Türgriffe schon getauscht wurden, fehlen dann auch immer mal Schrauben. Und hier geht es im Wesentlichen darum, das ist ja da, wo die meisten Fahrer halt wirklich am meisten im Fahrzeug drin sich befinden, dass wir dort einfach das Auto leiser machen, weil hier ist ja der meiste Wahrnehmungspunkt für denjenigen, der Auto fährt. Also wir nehmen hier die Türverkleidung ab. Ich hole mal noch einen Schrauber. Mhm. Und das ist einmal hier in dem Fall, wo die Ablage ist. Und einmal hier vorne sind halt zwei Schrauben. Und je nachdem, wie oft der Servicetechniker hier schon aktiv gewesen ist, sieht man dann halt schon leichten Verschleiß. Also, aber es kommt halt wirklich drauf an, wie oft halt die Türgriffe schon getauscht wurden. Und das, was wir hier drüber hinaus noch machen, meistens ist es so, dass in den Türen halt auch irgendwelche Kabel oder Stecker halt lose sind und klappern. Und das eliminieren wir halt hier bei der Gelegenheit auch gleich mit. Also hinten ist auf jeden Fall ein kleines Teil hier drin, in der hinteren Tür, das klappert. So, jetzt geht er hier rein. Okay, die sind alle nur geklippt wahrscheinlich. Genau, aber die Signature halt besonders. Okay, da haben wir sie nur mir gegeben oder was? Ja, das war so und dann halt mit ein gewissen. Okay, und da seht ihr dann auch einmal, wie relativ wenig das auch gedämmt ist, gell? Ja, eigentlich gar nicht. Und du wirst jetzt mit deinem Material. Wir verschließen hier diesen ganzen Bereich und da, wo es gegebenenfalls notwendig ist, also im Normalfall, bei Autos, wo sie nicht an Sachen gespart haben, ist hier nochmal eine extra Isolierung mit da drin. Mhm. Und das ist sozusagen dann die Leitwerte. Mhm. Und hier, jetzt muss man halt alle Kabel rausfädeln, mit denen das Ganze halt montiert ist. Und hier hat man ja schon mal die Lampen mal um hellere. Genau, die hast du ja ausgetauscht mit, also ersetzt durch hellere. Durch hellere, in dem Fall jetzt dann LED. Gell? Genau. Okay, und so schaut es dann aus. Okay. Und das, was für 80% vom Klappern dieses Autos, ohne dass ich das Auto vorher gekannt habe, zuständig ist, ist entweder, dass dieses Steuergerät halt klappert, oder dass solche Stecker hier halt klappern. Mhm. Das Blöde ist, Tesla hat das Ding halt original bei einem englischen Zulieferer bestellt und die Kabel sind halt samt Steckern von irgendeinem chinesischen, nicht genau Passform. Okay, und da haben die Luft und Wackel. Deswegen klappert es, wenn halt dann Außengeräusch und halt ein bisschen Musik und ich fahre ja nicht in einem leisen Auto, damit ich danach irgendwelche Klappere höre. Mhm. Ich will das halt leiser haben. Das ist das Ziel von der Nummer. Okay. Gut. Du willst mir jetzt noch was erzählen, was speziell nur für den Signature verbaut wurde. Vielleicht mal ganz kurz erklären für uns. Genau, das ist hier so eine Türverkleidung, das ist hier zum Beispiel hier so eine Abdichtung. Im Signature habe ich die bislang immer gesehen. Das ist sozusagen, damals hatte Tesla noch Geld gehabt und in allen anderen Fahrzeugen ist diese umlaufende Abdichtkante halt komplett weggelassen worden. Mhm. Und normalerweise gehört hier an der Stelle halt auch noch Material unterfüttert dahinter. Es gibt das sogar als Ersatzteil, man kann das einzeln bestellen, dieses Teil. Und ich frage mich, warum ist das im Auto halt nicht drin? Der Kunde hat dafür bezahlt. Also, und das ist halt, diese Erkenntnis ist jedes Mal, wenn man so ein Auto aufmacht, wie ein kleines Überraschungsei. Im Endeffekt, die ersten Fahrzeuge, da haben wir dann noch ein bisschen, ich sag's mal, geklotzt. Und dann hat man bei den nächsten Fahrzeugen schon wieder abgespeckt. Also mein Partner hat auch ein Signature aus Amerika und der hat gesagt, damals ist man davon ausgegangen, dass die Fahrzeuge auch von der Konkurrenz inhaltlich zerlegt werden. Und dafür hat man dann auch entsprechend geklotzt. Ja. Okay. Steckst alles wieder an. Genau. Seitenverkleidung.
Fahrerseite. Kurz mal ganz kurz erklären, was du jetzt hier gemacht hast. Also, wir haben hier die Türverkleidung komplett dicht gemacht. Wir haben hier unten Patches drauf gemacht, dass die Kabel nicht mehr klappern können, dass die Vorspannung haben. Wir haben das Steuergerät, weil das selber auch dazu neigt, ein paar Klickgeräusche von sich zu geben, damit das letztendlich auch nicht beim Fahrer landet. Machen wir das sozusagen alles in einem Aufwasch. Mhm. Und jetzt wird es einfach wieder draufgesteckt. Jetzt wird alles wieder aufgesteckt. Und dann das Ganze drauf. Viermal. Genau. Und ich werde natürlich euch, ich habe vorab, bevor wir das gemacht haben, habe ich eine dB-Messung gemacht auf der Autobahn. Ich habe mir das Autoteilstück genau gemerkt und werde dann im Nachgang, wenn alles fertig ist, werde ich wieder messen auf dieser Strecke. Und dann haben wir genau den Vergleich mit derselben App wieder. Selben Abschnitt, wie viel bringt es dann auch? Ich schaue dann auch, dass an dem Tag nicht viel Gegenwind ist, weil es auch immer nicht ganz unentscheidend ist für den Innenraum. Ja. Also ich versuche da wirklich für euch so transparent wie möglich das auch zu messen, dass das hier auch was bringt, was wir hier machen. Genau. Ne? Wir gehen rein in die dB-Messung, 1 Meter über der Mittelkonsole, das Ganze bei 100 km/h jeweils vorher und nach dem Umbau. Immer dieselbe Strecke auch, links jetzt jeweils die Anzeige bei neu mit der Isolierung und der Gummidichtung unten und rechts ist der alte Zustand, also jeweils der Werkzustand. Jetzt schauen wir mal, ob wir dann dB-Wert ermitteln können, das Ganze 30 Sekunden wird gemessen. Vor allem beim Vorbeifahren an der Beifahrer- und Fahrertür merkt ihr einen merklichen Unterschied. Ich nehme jetzt den Mittelwert. Hier haben wir neu 53,6, alt 54,2 und somit sind wir 0,6 dB. Haben wir einen Unterschied, dass es leiser ist. Geschwindigkeiten über 100 km/h ist der Abstand von 0,6 dB natürlich noch größer. Und wie gesagt, hier rein vom Handling her, es ist halt ganz normale Tür, zumachen, fertig, alles wieder dran schrauben. Gucken, wenn irgendwo was fehlt, wieder ersetzen. Weil einfach, wenn die Türen schon ein paar Mal in Benutzung waren vom Service Center, fehlt halt da mal eine Schraube, da mal ein Clip. Haben wir alles da, ersetzen wir, machen wir wieder wie neu. Daumen hoch. Gut. So, Michael, jetzt machen wir hier nochmal eine spezielle Dichtung rein. Was soll die bezwecken? Dass der ganze Dreck, der sonst von der Straße her, hier genau in diesen ganzen Einstiegsbereich halt hochhüpft. Die Dichtung hier, die bringt es halt alleine nicht, weil die an sich nicht so viel Luftabschluss bringt. Und vor allen Dingen bringt es, dass man dieses Pfeifen auf der Fahrerseite am Ende vom eigentlichen Abrollgeräusch des Fahrzeugs am Ende ein Stück weit weg kann. Mhm. Genau. Muss halt in einem Stück gemacht werden. Gut, es ist halt in der Optik, geht halt diese Chrom-Geschichte hier vorne halt flöten, wenn man halt von oben nach unten guckt. Aber das interessiert, glaube ich, Chrom. Ehe ich, glaube ich, Chrom sehe oder ehe ich halt keinen Dreck hier drin habe, dann sag ich mal, nehme ich lieber Letzteres. Wir haben es vorher gereinigt, fettfrei. Genau. Und es muss halt in einem Stück halt. Dann ist es selbstklebend, habe ich gesehen. Genau. Und du musst es halt nur ordentlich anpassen. Genau. Und das ist die ganze Magic, die dahinter sich verbirgt. Und ich frage mich halt, warum Tesla halt bei so einem Auto, es gibt halt 3 große neuralgische Punkte hier an dem Fahrzeug. Das eine ist halt hier dieser Unterbereich. Das ist halt das, was man immer halt rund um die Einstiegsleisten sieht. Also jeder, der dort sehr viel Dreck sieht in dem Bereich, der sollte sich mal Gedanken machen, woher der Dreck eigentlich dahin kommt, weil vom Einstieg und vom Ausstieg kommt es halt nicht. Zweite Geschichte ist hier oben halt in dem Bereich von diesem Verschluss vor dem Fenster, vor diesem Dreiecksfenster. Das ist halt auch immer so ein Thema. Also gerade wenn hier Beschädigungen da sind, dann kann man theoretisch schon mal eine Runde sich mit der Tür beschäftigen, weil das ist sozusagen ein Gummi, der an einem Stück halt funktioniert. Da kann man noch ein bisschen was retten an der Stelle, aber gerade viele, die Pfeifgeräusche rund um den Scheiben, um den Spiegel vermuten, dass es von dort ist, die sollten mal von innen her, genau hier immer mal während der Fahrt, wenn man gerade dieses Pfeifen hört, halt einfach mal den Gummi hier mal ein bisschen unter Belastung setzen und einfach mal prüfen, inwieweit er überhaupt richtig positioniert ist. Ne? Das machen wir jetzt ringsrum dann, gell? Also genau. Einmal, wir gehen jetzt von vorne, Fahrertür war das, jetzt hintere. Genau, hier machen wir das halt in einem Stück. Genau, jetzt machen wir hier das halt in einem Stück. Deswegen, da muss man halt da ein Stück weit Obacht geben, dass man hier genau diese Rundung auch entsprechend erwischt, sonst beschädigt und das halt möglichst so macht, dass es auch entsprechend locker wegen hier dem, immer noch. Wegen der Tür jetzt da. Gell. Genau, dass man halt die Tür noch zubringt. Deswegen immer mal auch von vorne, dass das möglichst halt nicht unter Spannung steht. Lieber noch mal kurz abnehmen und dann neu aufsetzen. Mhm.
Ziel ist halt hier, dass man halt hier so einen kompletten Abschluss von der Tür halt nach unten bekommt. So, dass halt hier genau in diesem Spalt halt kein Lufteintritt mehr erfolgt. Das ist dann gegeben. Und es bringt auch was zum Schallschutz, gell? Genau, du hast dieses Pfeifen halt nicht mehr, gerade so in dem Bereich unten, in dem Bereich nasse Fahrbahn, Pfütze, habe ich immer das Problem, dass ich dann so ein Pfeife sonst höre und das war halt mit der Dichtung komplett wieder weg. Okay, ich denke, dann habt ihr mal alles gesehen. Wir machen jetzt hier noch fertig. Was ist in der Hand? Das ist ja Wahnsinn. Das ist alles, was dazu gehört zu unserem Videokit für das Auto. Ursprünglich war ja mal die Idee, die Daten vom Scan My Tesla in dem Moment einzublenden in das Fahrzeug, wenn du rückwärts an den Supercharger zurücksetzt. Also genau wie man vorher diese Projektion eingeblendet bekommt für den Lenkradeinschlag, war für uns die Überlegung, in dem Moment halt Scan My Tesla Daten für den Nutzer sichtbar zu machen. Und daraus ist halt diese HDMI-Schnittstelle entstanden und das, was am Ende halt in Summe dazu gehört, wir greifen uns das Videosignal von der Rückfahrkamera, wir ersetzen das durch ein eigenes Signal und am Ende, endet das Ganze in einem USB-Anschluss, der halt mit Andreas seinem Handy kompatibel ist. Und damit ist dann YouTube im Auto möglich. Sehr schön. Aber es ist halt nicht nur einfach ein kleines Häppchen, es ist halt viel Kabellage und viel machen und am Ende ist die große Aufgabe, wo findet man den Platz, um das Ganze sinnvoll zu verbauen im Auto. Also ihr seht, hier wird richtig gewerkelt und ihr werdet am Schluss das Ergebnis auf jeden Fall sehen dann. Du versuchst jetzt das Ganze zu verstauen. Ja, genau. Ich sehe schon, das ist gar nicht so leicht. Genau. Zumal du ja vorhin festgestellt hast, dass ich eine Knie-Airbag habe. Genau. Das waren die ersten Modelle und darum ist es für ihn jetzt nicht ganz leicht, das alles hier unten zu verbauen. Aber er hat gesagt, das kriegt er hin. Und wir kriegen ja gleich noch Besuch von einem weiteren Knie-Airbag-Fahrer, der den Uwe Krögerschen 300.000 Kilometer Tesla fährt. Und bei dem haben wir das damals letztendlich auch gemacht. Im Endeffekt ist halt hier der Knie-Airbag ist halt einfach unterhalb vom Lenkstock platziert. In Europa gibt es den halt normal nicht und damit hat man natürlich hier eine riesengroße Ablagefläche, in der man halt viel Technik unterbringen kann. Und das steht uns erstmal nicht zur Verfügung, aber man hat halt hier noch genügend Ablagemöglichkeiten, um Technik halt hier zu verbauen. Ziel ist halt, das Ganze möglichst kompakt dort zu platzieren und aber noch trotzdem so, dass man halt hier an die eigentlichen Anschlüsse rankommt, an die man sich halt draufschaltet. Das ist halt hier die Rückfahrkamera vom Tesla. Ja, weil deren Signal tun wir uns einfach nur einklinken. Und ersetzen das einfach durch das Videosignal, was du halt vom Handy auf das Display halt übertragen möchtest. Okay, also Ergebnis gibt's gleich. Was machst du jetzt? Na, ich habe dir einen externen Kartenleser für deine SIM-Karte rübergereicht, damit der eigentliche Aufwand für den LTE-Umbau nur noch aus dem Bitte-Service-Center gib mir mal meine neue SIM-Karte besteht. Und das sollte ja am Ende machbar sein. Kostet erfahrungsgemäß irgendwas mit 15, 16 Euro. Genau. Und jetzt setzen wir die MCU wieder ein. Und ich schaue dir mal ein bisschen über die Schulter, wenn ich darf. Kein Problem. Ist am Ende nur sehr viele Stecker, die wieder dran gebracht werden. Ein bisschen eine Gefummel, gell? Wenig Platz, viele Stecker, kurze Leitungslänge. Ich lasse das jetzt einfach mal so mitlaufen, dass ihr seht, wie das jetzt hier alles funktioniert. Das sind doch sehr, sehr viele Stecker, gell? 19 Stück. 19 Stück, was allein das Display jetzt hier, jetzt das Hauptdisplay verbunden war. Du hast ja dann das andere noch in dem Lenkrad. Da sind es wahrscheinlich nicht so viele, gell? Da sind es nur zwei. Ja. Genau. Aber hier, wie gesagt, das Ärgerliche halt bei den alten Fahrzeugen ist, dass die Fahrzeuge eine interne SIM-Karte haben. Das heißt, die ist mitten im Eingeweide verborgen.
Und das ist dann natürlich echt ärgerlich, wenn du das halbe Auto abreißen musst. Mhm. Und jetzt bin ich, genau. Und jetzt ist das Auto halt flexibel. Man kann jede SIM-Karte im Prinzip einlegen, extern von außen. Genau. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier eine Aldi Prepaid-Karte genommen. Die tut es am Ende auch. Mhm. Wir hoffen, dass wir in der Zwischenzeit, weil ich verstehe natürlich auch Tesla. Tesla hatte in der Vergangenheit Ärger gehabt, dass diverse Kunden aufgrund mentaler Vorbelastung im Kundenverhältnis zwischen Tesla und den Kunden irgendwie vergessen hatten, ihre, normalerweise gehört hier oben auch noch eine Kontaktierung mit dazu, die haben sie auch bei den Signatures damals irgendwie nicht eingebaut. Mhm. Und dann wird die MCU jetzt wieder reingepackt. Und wir haben hier unten den Scan My Tesla Dongle. Mhm. Und hier jetzt dann auch gleich den externen Kartenleser. Super. Und dann ist das eine Sache von 2 Minuten, um genau diese SIM-Karte dann am Ende zu ersetzen. Okay, dann lassen wir Michael mal noch arbeiten und wir schalten uns später nochmal drauf, wenn das Ergebnis soweit fertig ist. Der Tag ist wieder lang geworden und du hast das Fahrzeug verschönert. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Details. Was hast du alles heute an dem Fahrzeug noch gemacht? Genau, also mal davon abgesehen, dass wir vorne im vorderen Raum mal gezeigt haben, wie man halt die ganzen Plastikverkleidungen sauber macht. Das gibt dann Pluspunkte daheim. haben wir die Türen gedämmt. Wir haben die HDMI-Schnittstelle eingebaut, final auch getestet für das Handy. Mhm, das zeigen wir euch auch nochmal ganz kurz. Genau, das ist eine Option. Dann haben wir einen externen SIM-Kartenleser verbaut, damit der Andreas halt wenigstens eine Chance hat, mit einem einfachen SIM-Kartentausch im Service Center davon zu kommen, wenn man halt diese LTE-Umrüstung halt nicht bei Tesla machen lässt. Dann haben wir hier im Kofferraum eine ganz sinnvolle Geschichte mit reingebaut aus meiner Sicht, weil diese Klappe immer ständig hoch zu machen, das ist für mich irgendwie kein Ding, was eigentlich zu so einem Auto mit dazugehört. Da hat der Erik Schilp, hat da ein richtig tolles Teil gemacht, das ist der Shelf-Lifter. Wird hier einfach an der Seite eingeklipst. Wir haben auch hier jetzt eine ganz spezielle Edition mit Nextmove da an den Start gebracht. Sie gibt es dann auch dort im Shop zu erwerben. Und das, was ich eigentlich als richtige Verbesserung ansehe zu dem ganzen Fahrzeug, ist, dass wir endlich diese im Kofferraum für mich eigentlich Fehlkonstruktion durch was Vernünftiges ersetzt haben, dass wir mit Upcycling, also ohne irgendwas wegzuschmeißen und dort halt irgendeine Sperrholzplatte reinzuwerfen, tatsächlich mit dem, was da ist, eine vernünftige Klappe eingebaut haben, wo nichts mehr hinten runterpurzelt. Das ist eine Feder und die klappt dann automatisch auf, genau, und hält dann komfortabel. Genau. Und das macht die Sache natürlich dann schon einiges. Also der Hintergrund von der Geschichte ist einfach, mir ist es immer auf den Schwimmer gegangen, dass mir immer Sachen hinten runtergefallen sind, wenn die auf dieser Ablage draufgelegen haben. Mhm. Und die lagen dann unten, die durfte ich dann einsammeln. Und gerade wenn da viel Gepäck da drin vorhanden ist, ist es dann immer nervig, irgendwie Sachen dort raus. Genau, die Lichter haben wir ja auch alle ausgetauscht im Kofferraum. Genau, ne? Die Lichter haben wir getauscht, wir haben auch hier die Lichter getauscht. Wir sind hier nochmal komplett an die Türen rangegangen. Genau. Haben die gesamten Innenbereiche von den Türen nochmal komplett gedämmt. Die haben halt viel satteren Klang jetzt dadurch. Ja, und ansonsten, ja, das war es eigentlich das, was wir heute hier gemacht haben. Mhm. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Netflix schauen. Genau. So, wir sitzen im P85, soweit, es ist jetzt auch später geworden, wir haben alles installiert, der Michael ist soweit durch und präsentiert uns jetzt mal das Ergebnis. Michael, ich übergebe an dich. Wir haben jetzt hier in das Tesla Model S, das klappt genauso auch beim Tesla Model X, eine HDMI-Schnittstelle nachgerüstet. Damit ist es möglich, eigentlich jedes HDMI-fähige Endgerät hier in dem Fahrzeug zum Abspielen zu bringen. Wir haben jetzt hier halt mal das Handy genommen, hier einfach mal Netflix mal als Beispiel. Hier, man erkennt halt hier, das ist halt die Lautstärkesteuerung. Nicht genug, meine ich. Man kann genauso auch über das Lenkrad entsprechend das Abspielen anhalten, letztendlich auch wieder anstarten. Weil es halt ich habe den dringenden Verdacht, es fehlt euch eine vollständige Kopplung ist an das Fahrzeug.
Wir haben uns an der Stelle halt hier die Rückfahrkamera als Signal genommen. Eigentlich war der Hintergrund gewesen, dass wir Scan My Tesla als Datenlieferant in die Rückfahrkamera einblenden wollten. Und aus diesem Ganzen, aus dieser grundsätzlichen Projektidee ist hier halt diese vollumfänglich nutzbare HDMI-Schnittstelle geworden. Mhm. Also von daher, jeder, der ein altes Model S hat, der braucht nicht links rüber zu schielen zum Tesla Model 3 oder vielleicht dann später zum Model Y, um zu sehen, dass die halt Netflix oder irgendwas anderes halt gucken können. Das geht in alten Autos genauso und man braucht keine 10 Euro im Monatsabo bei Tesla zu bezahlen. Dann hast du mir noch ins Display oben, hast du mir auch noch was reingemacht? Genau, hier, das ist jetzt unter dem Fahrerprofil halt hier mit abgelegt. Wir haben hier halt das, ich sag jetzt an der Stelle halt hier so ein Tesla, Scan My Tesla Äquivalent halt nachgerüstet. Das ist halt eine Möglichkeit, dass man wirklich die wichtigen Parameter vom Fahrzeug, wie der Batterietemperatur, was ist die Temperatur der Aggregate, also der vom Powertrain und auch von dem Inverter und dem Strator, also dem stabilen Teil vom Motor. Man sieht die Spannung, man sieht die Leistungsabgabe und die Entnahme bei, oder sag ich mal, Wiedergewinnung bei Rekuperation. Und man sieht halt auch das Drehmoment, was beim Motor letztendlich abgerufen wird. Ich finde das eine sinnvolle Ergänzung. Seitdem ich das sozusagen freigeschalten habe, bei mir ist halt Scan My Tesla nur noch ein Bruchteil der Fahrten tatsächlich durchgehend an, wenn ich halt tatsächlich was aufzeichnen oder messen will. Ich finde, das ist halt die bessere Integration, die man hier an der Stelle halt nutzen kann. Mhm. Und das können wir hier halt auch in der Werkstatt in Weimar freischalten. Ne? Also, super, gut. Dann denke ich, mach noch einmal bitte das Video an, ein bisschen lauter, dann hören die Zuschauer, was wir dann auch sagen. Fertigkeiten, die ihr mir vermitteln könntet. Was sagt ihr da, Philipp? Achtung! Dann fehlt es euch wohl an der Loyalität, die nötig wäre, meine Ausbildung voranzutreiben. Gegenüber dem König Frankreichs? Das wäre Verrat. Ja, genau. Wahnsinn. Ihr seid ein... Also am Ende des Tages ist es natürlich hier ein Aufpimpen, was wirklich ich wirklich jedem empfehlen kann, was der Michael hier uns in das Fahrzeug reingemacht hat. Also das ist für meine Familie jetzt wirklich ein Zugewinn und dafür bedanke ich mich auch nochmal recht herzlich, dass du uns das hier alles ordnungsgemäß eingebaut hast und auch wirklich in einer Top-Qualität. Ich kann euch das wirklich empfehlen. Ruft den Michael mal an, schreibt ihn an und er hilft euch da wirklich auch, wenn ihr euer Auto mal aufpimpen wollt. Das Ergebnis seht ihr ja hier jetzt auch live. Es ist auch immer, Michael, viele sagen dann, ja, das kann man machen, aber wenn man es dann mal live sieht, ist, denke ich, dann auch nochmal so eine andere Geschichte, gell? Ja, vor allen Dingen, ich sag mal, das, was wir hier gemacht haben, wir haben ja das vor fast einem Jahr halt das erste Mal auf die Straße gebracht. Das war halt genau in der Zeit, bevor halt Corona bei uns überall zugeschlagen ist und wir haben letztendlich auch gesagt, uns hat am Ende das langsame Laden gar nicht mehr so sehr gestört am Supercharger, weil wir hatten halt eine PlayStation 4 halt in das Auto halt eingebaut, so wo ich einfach sage, okay, bis dahin ist das halt am Ende auch tatsächlich denkbar. Und Model X mag das vielleicht sogar eine Alternative sein, aber hier denke ich mal, soll es an der Stelle soweit gewesen sein. Gut, dann danke ich dir und vergesst nicht den Daumen hoch für das Video. Ja, genau. Und abonniert uns und bucht fleißig in Michael. Ne? Ich verlinke euch natürlich unten dann auch nochmal seine Internetseite. Und dann sage ich in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Und der Michael und ich sagen, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich verrate schon so viel. Wir werden den Unterboden angehen. Es wird diverse Veränderungen am Unterboden geben. Das Auto hat jetzt 250.000 Kilometer drauf und da wird sehr viel neu gemacht. Also bleibt dran, abonniert den Kanal und Michael, dir nochmal gute Nacht und danke, dass du es gemacht hast. Und allen den Daumen hoch. Ja, macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.